Ich mag sowas auch voll fürs Aquarium und so. Also wenn da so Holzsachen sind, die dann bewachsen sind, wo dann sich die Pflanze mit ihren Wurzeln an dem Holz fest verankert hat. Stehe ich voll drauf. Nur Mr. Turtle macht halt alles kaputt immer. Deswegen kaufe ich sowas eigentlich nicht mehr. Weil das halt auch scheiße teuer ist. Dieses verwachsene Zeug. Der Dave, genau. Also denke ich mal, haben sie die Namen beibehalten in der Reihenfolge, wie sie waren. Der Dave unter der Brücke. Können wir hier unter Wasser alles? Dann gehen wir mal hier in die Eishöhle rein. Okay, hier kann man auch anhalten auf dem Eis, was man im zweiten Teil nicht konnte. Finde ich auch ein bisschen schade, dass sie das nicht übernommen haben. Ich glaube, dann wären da Sachen zu einfach geworden oder so. Zum Beispiel die Sache mit dem Mingus. Die Sache mit dem Eishockeyspiel und so, aber das war ja sowieso schon easy peasy. Da haben wir die Eisspitze, genau. Auch ein sehr schönes Level eigentlich. Das gefällt mir. Aber an sich, das gefällt mir ja auch alles sehr gut. Schön, schön grün, saftig alles. Zoe sagt, das Portal öffnet sich, wenn wir das Dingsbums da drüben treffen. Spuck doch mal diesen Stein darauf. Du hättest es auch selbst da oben dran schmeißen können. Yay. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Hat man gerade schon Geldsack gesehen, der sich um Sergeant Bird kümmert. Kriegen wir den denn kaputt? Ach stimmt, mit dem, da gab es doch diesen super Power-Up-Teil. Damit kriegen wir den kaputt. Trixie! So, weiter Edelsteine sammeln. Oben gehe ich noch nicht hin. Erstmal hier unten alles sammeln. Alles einsammeln. Und dann zuletzt dann zu Sergeant Bird und Mr. Geldsack, weil da kriegen wir nämlich auch noch eine Zwischensequenz. So schön hier, ne? Aber es gibt es nichts. Geht nichts über Spyro 1, da war alles noch viel, viel schöner. Vor allem, weil es vorher auch noch um einiges, also im Original war es halt um einiges hässlicher noch. Da hat man halt so richtig den Unterschied gemerkt. Man merkt ihn hier zwar auch noch, aber Spyro 1 war halt schon im Original nicht so hübsch. Gefällt das hier auch unter Wasser, dass hier unten so viel Zeug rum wächst. Du erzählst uns ja nur von wegen Klettern und so. Können wir hier oben weitermachen. Können wir auch gleich direkt gucken, ob das den Bauernring heißt. Bambusstraße. Das ist so mein Hasslevel ein bisschen. Das mag ich nicht so gerne. Deswegen werden wir das nach Sergeant Bird auch, glaube ich, als erstes machen. Ne, mit dir will ich noch nicht quatschen. Erstmal Edelsteine einsammeln. Oh, ein Zehner. Zwei Zehner. Dann läuft das Moped draußen.
Schild möchte ich nicht lesen, das haben wir schon mal gelesen. Oh, das heißt irgendwie anders. Quer... Was? Querfeldeinstrecke, so hieß sie nicht. Die haben schon wieder Namen geändert. Modesty. Das hieß Bauernring oder so, auf jeden Fall. 100 pro. Warum machen die sowas? Querfeldeinstrecke. Hi Spyro, das hier ist ein super Flammen-Power-Up. Du wirst mehr davon in allen Welten verstreut finden. Probier es aus und zerbrich die Pflanztöpfe hier. Ich glaube, ich habe gesehen, wie ein Rhinox in einem davon ein Ei versteckt hat. Okay. Vier Stück gibt's hier. Ja, das war ja easy. Matt. Und das Häschen daneben an. Süß. Okay, wir haben alle Eier gefunden. Jetzt holen wir uns noch die restlichen Edelsteine. Nämlich hier vorne. Da. Da sollten die restlichen drin sein. Natürlich haben wir wieder Wofa welche verpasst. Wofa. Wo denn? Wo denn? Oh. Ah. Ah. Also irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, dass die irgendwie ein bisschen buggy sind, die Edelsteine. Weil der lag hier so offensichtlich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt hier alles. Dann können wir Sergeant Bird befreien. Oder freikaufen oder so. Ah, mein guter Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen Vogel dabei erwischt, wie er Raketen in ihrer Feuerwerksfabrik gezündet hat. Aber ich gebe ihn frei. Vorausgesetzt, du bezahlst seine ausstehenden Geldstrafen. 700. Na gut. Aha, was für ein Trottel. Das heißt, es ist etwas weit, weit Besseres, was du tust, als was du je getan hast. Und so weiter und so fort. Du verstehst schon. Mhm. Wachtmeister Bird, 90068. Erwarte Befehle, Sir. Ich glaube, die bekommst du von deinem Kommandanten. Hey, was ist denn das? Die neueste Militärausstattung. DBX 9 Raketenwerfer. Hochmodern. Warum bist du nicht damit geflohen? Weil ich begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Sag mal, woher kommst du? Ich dachte, Drachen wären seit Jahren ausgestorben oder so. Ja, die Nachricht von unserem Aussterben ist etwas übertrieben. Wir wollten nur mal unsere Ruhe haben. Also, wenn du Ruhe haben willst, halt dich erstmal von meiner Heimatwelt fern. Ich werde wohl wochenlang Rhinoxe wegsprengen. Wiedersehen! Sehr schön. Das Design von ihm gefällt mir auch richtig gut, vor allem mit dieser Spielkarte im Helm drin und so. Sehr schön. So, Wachtmeister Birds Stützpunkt. Das werden wir jetzt noch machen. Und dann müssen wir mal gucken, weil das Level ist, glaube ich, hier ein bisschen länger. Und dann müssen wir mal gucken. Obwohl, das Tiki-Ding machen wir, glaube ich, auch noch. Weil dann ist das da vorne komplett fertig. Das da vorne vor allem, das Level, der Bad-Sonnenaufgang. Ich muss die Kolibris trainieren. Wenn wir uns der Zauberin entgegenstellen müssen, sie in absoluter Höchstform sein. Ach so. Ich dachte, es wäre ein Gegner. Sir, folgende Situation. Gestern um 18.45 Uhr griffen die Rhinoxe an. Wir haben uns nach Kräften verteidigt, aber ohne deine Führungsstärke war unser Widerstand wenig erfolgreich. Um 19 Uhr befand sich der Rest des Trupps in Gefangenschaft und die Rhinoxe hatten den Stützpunkt übernommen. Ist es normal, dass sie sich duzen? Ich meine, im Original wird man gesiezt.
Laufen ist auch um einiges angenehmer als im Original. Okay. Also bisher gefällt mir das sehr gut hier. Fliegen ist auch sehr fix. Vielen Dank, Sir. Okay. Na gut, dann ab nach oben, ne? Was ist das? Ein Spiegel. Okay. Die sich immer dahin stellen, wo die Sachen sind, ne? Wow, da ist ja noch so einer. Hör mal auf, mit deinen Pflänzchen zu schmeißen. Die haben auch nichts getan. Oh, 25. Okay, den Stein oben habe ich nicht gekriegt. Man kann hier aber auch nicht so schnell feuern wie im Original. Schade eigentlich. Rationen erbeutet. Mit leerem Magen kommen sie nicht weit. Siegfried! So, die Rhinoxe haben den Ausweg aus der nächsten Ölle mit einer Sicherheitstür versperrt. Ich glaube nicht, dass du sie sprengen kannst. Ich schlage vor, du landest auf den Gewichten und bringst sie zu den Druckschaltern auf beiden Seiten der Tür. Wenn du in Position bist, drück Stürmen zum Absetzen des Gewichts. Drück Action, um nach unten zu schauen und nochmal, um wieder aufzuschauen, Sir. Jupp. Hier auch wieder schön mit den Edelsteinen in der Wand. Damit kriegt man mich ja immer, ne? Mit Pilzchen und Edelsteinen in der Wand. So. Oh, meine Nase. Juckt. Oh, Gottes Willen. Also, er ist sehr schnell. Also, sehr wendig. Angenehmer als im Original. Habe ich schon mal gerade gesagt, aber ich muss das nochmal wiederholen, weil es halt einfach so ist. Kann man die schon befreien? Ja. Da ist noch ein Zehner. Okay, dann können wir jetzt die Gewichte holen. Oh. Schöne Kamera. Und schön, dass wir Federn verlieren. So, wo war das andere? Da ist das andere Gewicht. So, wie gesagt, die wie heißen die Maulwürfe genau, oder Erdmännchen oder was das hier sind, die können wir erst später kaputt machen, wenn wir diese Bomben haben, die wir fallen lassen können. Da ist noch einer. Und da oben ist noch eine Kiste, habe ich. Also nicht eine Kiste, sondern so ein Fliegeding.
Aber nach denen hätte ich jetzt sowieso Ausschau gehalten. Noch eine? Nee. Auch schön, dass hier oben andere Edelsteine sind als da unten. Fällt mir. Oh, der hat einen Partyhut auf. Können wir dich hier abschießen? Ich hoffe mal jetzt nicht, dass ich das jetzt kaputt gemacht habe, die Aufgabe. Naja. Ah. Die Nase juckt schon wieder. Das ist momentan irgendwie ein sehr leidiges Thema bei mir. Ja, ist ja okay. Das ist auch schön, dass sie so homing sind. So, den nehmen wir auch. Ich glaube, ich mache erstmal die Gegner kaputt. Huch. Mission erfolgreich. Es ist gut, dich wieder dabei zu haben, Sir. Ryan Lee. Oh. Süß. Ich sage, ich mache, glaube ich, erstmal die Gegner kaputt und sammle dann die Edelsteine ein. Wie viele Kolibris fehlen uns denn noch? So. Ich würde sagen, machen wir uns von oben nach unten. Hier kann man nämlich auch noch schön sehen, dass wir noch ein paar Flaschen übersehen haben. Ja, wunderbar. Also hier kriegt man sehr viele Leben irgendwie von den Gegnern, die hier, also was heißt Gegner, von den komischen Viechern, die wir für Leben abknallen können. Mehr als man eigentlich braucht, so. Oh, da ist noch Gegneranflug hier unten. So. Genau, da war ja noch ein so ein Versteckter. Stimmt ja. Ich hab's vergessen. Da haben wir noch einen. Ja, ich würde sagen, dann kümmern wir uns jetzt mal hier drum. Und die paar Edelsteine, die hier noch rumflattern. Oh, man kann immer noch so gut über den Boden schweben, wenn man die ausgerüstet hat. Vorne war auch noch eine, genau. Ja. Ah, wir haben keine mehr. Rüsten wir mal direkt neue aus. Jetzt will ich erstmal hier alle. Oh, ein Zehner. Jetzt
Will ich erstmal hier alle kaputt machen. Da unten läuft noch einer rum und da oben haben wir noch eine Kiste. Wunderbar. Ich dachte gerade, ich hätte da was verpasst. Okay. Hier oben müsste noch einer sein, genau. Ja, wie er seinen Kopf ausstreckt. Wunderbar. Das ist nämlich auch ein Könnerpunkt. Meine ich mal. Komm, wir holen uns mal neue. Was waren hier jetzt alle? Hier unten habe ich ja einen so kaputt gemacht, weil er buggy war. Vorne läuft aber noch einer rum. Hier ist noch einer. So, und da war hier irgendwo noch einer. Und wir haben den Fähigkeitspunkt erhalten. Wunderbar. Und wir können direkt hier die Kiste noch kaputt machen und nach unten durch Birdbomben. Ich werde jetzt mal irgendwie alles kaputt machen, was man damit kaputt machen kann oder so. Oh, hier ist aber dunkel. Na gut. Noch ein Gegner? Nee. 4 von 5? Andere weiß ich auch, wo der ist. Hast du was zu erzählen? Für die Nachbesprechung, Sir. Gut. Hat man, glaube ich, alles. Ja, da geht's auch nicht weiter. Gut, dann zurück, Marsch, Marsch. Hier müssen wir lang, oder? Nee, ich glaube, das geht wieder zurück hier, ne? Ja. Okay. Holen wir uns mal ein bisschen Energie zurück. So, und dann befreien wir mal den letzten. Unseren letzten Kollegen. Oh, das war knapp. Es ist okay, es ist alles okay. So. Uns fehlen auf jeden Fall Edelsteine. Bevor ich gefangen genommen wurde, konnte ich dieses Ei retten, Sir. Dankeschön, Roy. Okay. Ja, ne? Da war die Kamera ein bisschen scheiße. Dezent. Da konnte ich nichts für. Ich bin geflogen und auf einmal war die so. Bereit für die Nachbesprechung, Sir. Ja, das ist schön. Warum sind wir denn hier? Finde ich aber unfair. Ich habe da noch ein paar Gegner gesehen. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Sehr danach aus, als ob hier noch. Genau.
Wo ist denn jetzt da? Ah, okay. Haben wir jetzt alles? Ja, Wunderbärchen. Dann können wir hier ab nach Hause, meine ich mal. So, wir müssen den Rest des Trüpps retten, bevor wir einen Angriff auf das Schloss der Zauberin starten können. Habe ich doch schon. 100%, 5 Kolibris retten. Ja, Wachtmeister haben wir. Haben wir gemacht. Wunderbar. Dann können wir jetzt nach Hause gehen. Ganz viel Federn verloren. So, und dann können wir jetzt endlich mal wieder eine gerade Zahl holen. Jetzt heißt das Level auch nur noch Gartenstadt. Nicht mehr Gartenstadt irgendwas. Da war irgendwas mit einem Bindestrich, ich weiß nicht mehr genau. Okay, dann ab zu den Tikis. Bad Sonnenaufgang. Boss würde ich nicht gern nochmal machen. Das kann von mir aus, kann ja da bleiben, wo er Pfeffer wächst. Ich glaube, die Abkürzung müsste auch offen sein. Das heißt, wir müssen nicht nochmal durch das komplette Level laufen. So, können wir hier gerade mal gucken, ob hier Bilder sind. Nee, es sind keine Bilder. Na gut. Ab zu den Tikis. Können wir dann nämlich auch die restlichen Edelsteine holen und das letzte Ei und den letzten Könnerpunkt aus dem Bad Sonnenaufgang Welt. Dem Welt, genau. Ja, die Abkürzung ist noch offen, das ist sehr schön. Obwohl das Level ja an sich sowieso nicht so lang ist. Aber jetzt dürfen wir auch hier rein. Juhu! Eintreten, Kamerad! Da kam jetzt nichts mehr von wegen, ja, ich hab so und so, bla bla. Kein bla bla mehr zwischen denen, das ist ja ein bisschen traurig, ne? Ich glaube, wir kriegen hier sogar zwei. Zwei Eier kriegen wir, glaube ich, sogar. So. Dann müssen wir erstmal die ganzen Köpfe. Aua. Hier vorne auf die eine Plattform stellen. So. Erstmal, was hast du überhaupt zu sagen? Ich spiele mit meinen Freunden verstecken. Wenn ich ihre Köpfe nicht finde, darf ich der Tiki-Hütte nicht beitreten. Hilf mir, sie wieder zusammenzusetzen und ich ernenne dich zum Ehrenmitglied. Aha. Na gut. Oh, das sah ja auch lustig aus. Genau, hier konnte man auch noch Wände kaputt machen. Ein Ei. Luna. Da gab es auch so eine komische Sängerin, ne? Mochte ich nie. Noch eine Wand? Ne, ich glaube nicht. Es wäre auch logisch, wenn wir jetzt so ein bisschen nach der Reihenfolge die Wände hier abgehen. Weil hier sieht nämlich alles so ein bisschen gleich aus. Ach. Irgendwo habe ich noch was gesehen. Eine Flasche. Mit einem Fünfer drin, ne? So. Da waren wir drin.
Da waren wir vorhin auch drin. Da war das Ei, da müssen wir jetzt hier oben hin. Die Gegner kommen auch wieder, also es sind respawnende Gegner. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, wenn wir die kaputt machen, außer wenn sie gerade irgendwie im Weg sind. So, einer fehlt noch. Ist auf jeden Fall hier, weil hier liegen noch Edelsteine rum. Ja. Das ist bestimmt auch noch irgendwo so ein Ding. Noch nicht. Ja, das sind die letzten beiden Edelsteine. Wunderbar. Dann bringen wir hier den letzten Kopf hin. So. Haben wir den Fähigkeitspunkt erhalten. Und jetzt können wir ganz easy peasy die Köpfe absetzen. Aua! Aua! Und die stören jetzt wirklich hier. So. Haben wir 2 von 5 Köpfen schon. Hier unten ist noch eine. 3 von 5. Macht auch ein lustiges Geräusch irgendwie so. Hier oben noch eine. Und einer noch. Der letzte. Hier oben. So. Nimm dieses Ei als Zeichen deiner Ehrenmitgliedschaft in der Hütte. Ryan. Haben wir nicht eben schon mal einen Ryan gehabt? Nee, Ryan Lee war das. Stimmt. Das ist noch nie passiert. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Super. Dann haben wir jetzt hier auch alles. Und wir sollten wieder eine gerade Anzahl haben, genau, 2200. Jo. Dann können wir jetzt genau, das Level verlassen. Und in der nächsten Aufnahme werden wir uns dann um das Sparks Level kümmern. Das ist ja hier jetzt noch offen im Bad Sonnenaufgang. Und danach hätten wir dann auch schon alles fertig. Also in Bad Sonnenaufgang. Dann fehlen natürlich noch die anderen drei Welten. Aber gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Und dass wir uns dann beim nächsten Mal in der Sparks-Welt wiedersehen. Tschüss!